Also im Herbst-Winter ist es wichtig, dass Farben wie beispielsweise Rot oder Cognac-Töne genutzt werden von den Damen, weil es einfach Farben sind, die sich sehr gut kombinieren lassen. Taub und Grautöne, wie hier beispielsweise dieses Modell hier unten, sind auch gut, weil ein Taubton beispielsweise das neue Schwarz darstellt. Also etwas ist, was sich sehr, sehr gut zu vielen Themen im Modebereich kombinieren lässt. Von der Größe her ist so etwas sehr sicherlich sehr angesagt. Wir haben hier einmal Kurzgriffe, die interessant sind, weil man sie halt in der Hand oder über den Arm tragen kann. Zusätzlich noch ein lässiger Schultergurt, der so eingestellt werden kann, dass, wenn die Dame es möchte, sie auch Crossover getragen werden kann. Auch noch ein interessantes Thema sind die Kroko-Prägung. Kroko- und Echsen-Themen werden oder sind ganz klar ein Highlight in dieser Saison. Und von daher ist das hier auch mit diesen Tessels oder Quasten hier in Deutschland genannt auch wieder ein ganz rundes Bild. Wir haben den Materialmix und die Dame, die das trägt, kann halt von Cognac über halt eben einen Schlammton bis zu einem dunklen Mokkaton wirklich sehr, sehr gut kombinieren.